Ich darf für unser Panel, was jetzt folgt, zum Digitalisierung des Führerscheins. Wir haben das gerade schon etwas eingeleitet, noch weitere Podiumsgäste begrüßen. Und zwar einmal Michaela Fieger vom TÜV Rheinland. Bitte schön. Thomas Lohninger ist dabei, CEO von Epicenter Works. Alexander Britz, Public Sector Lead Germany bei Microsoft. Sie dürfen ruhig Platz nehmen. Gerne. Wir haben nämlich noch einen digitalen Gast dabei, weil es leider zu einer, beziehungsweise eine namentliche Abstimmung im Bundestag gibt. Das heißt, Herr Stein, Matthias Stein, ist der Sprecher für Verkehrssicherheit der SPD. Der sollte uns zugeschaltet sein. Hallo, Herr Stein, hören Sie uns laut und klar und deutlich? Ja, alles klar. Ich höre Sie laut und deutlich. Sehr gut. Sehr gut. Wir Sie nämlich auch. Dann darf ich Sie digital ganz herzlich willkommen heißen zu der Runde. Sie dürfen sich die Mikrofone hier auf dem Panel natürlich nehmen und Rede und Antwort stehen zu dem, was wir vorbereitet haben, beziehungsweise was für Fragen auch unser Publikum hat. Wir schauen ab und zu noch mal in die App rein. Alles, was Sie dort stellen, bekomme ich hier auf mein iPad gespielt. Und wir starten, sage ich mal, mit einer Sache, die vielleicht nicht allen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass vielleicht Sie natürlich tief im Thema drin sind, wussten, beziehungsweise mit einer Sache, die die Digitalisierung direkt mal auf ein neues Level, könnte man sagen, heben. Und zwar bis 2026, wir haben jetzt Mitte 2024, müssen alle 27 EU-Mitgliedstaaten, ihre Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner, eine European Digital Identity Wallet, das kennen Sie bestimmt alle, eine Wallet abgekürzt, ja, bereitstellen. Das bringt natürlich ordentlich Schwung, eine Digitalisierungsmaßnahme bzw. Transformation, wo, wenn wir jetzt bei dem einfachen und praktischen Führerschein hingehen, erstmal schauen, wie weit ist denn da überhaupt die Digitalisierung fortgeschritten, und wenn es Pflicht wird und ja, öffentliche E-Government-Websites und große Technologieunternehmen diese Wallet auch als wirklich als Möglichkeit anbieten, wo wir da stehen und was es in Zukunft bedeutet. Es gibt, vielleicht wissen Sie das auch schon alle, in Österreich gibt es den digitalen Führerschein schon. Da schauen viele gebannt hin und nehmen sich das vielleicht auch so ein bisschen als Beispiel oder als Vorbild. Und wir starten mal rein in die Thematik Automatisierung und Digitalisierung, ja, von Verwaltungsprozessen. Das steht ja dahinter, beziehungsweise das ist ein großer Teil, der ein Kraftakt vielleicht auch wäre. Wie können denn digitale Technologien eingesetzt werden, beziehungsweise welche Anforderungen müssen denn erfüllt sein, damit diese bürokratischen Abläufe auch wirklich Beantragung, Aushändigung und so weiter und so fort einfacher gemacht werden? Frau Fieger, ich fange mit Ihnen an. Ja, also starten könnte man mit dem Prozess des Beantragens, ne? Klar, das könnte man digital machen. Wer einen digitalen Ausweis hat, kann sich digital authentifizieren, kann sich melden, das Ganze beantragen. Das wäre schon mal ein guter Start, aber ich würde ein bisschen zurückgehen. Wir könnten schon mal damit anfangen, wenn wir nur das Dokument digitalisieren würden, was wir persönlich als Prüforganisation aushändigen, wären wir schon an einem viel einfacheren Punkt, weil der Bewerber an sich, der macht eine Prüfung bei uns, in der Regel immer mit dem Ende der praktischen Prüfung, die bestanden ist, wird das Dokument, wenn es vorhanden ist, durch uns ausgehändigt. Häufig, sehr, sehr häufig, ist es mittlerweile so, dass wir diese Dokumente aber am Ende der bestandenen Prüfung nicht mehr aushändigen können, weil das veraltet ist mittlerweile. Es gab in der Zwischenzeit von der Beantragung bis zur Durchführung der praktischen Prüfung Änderungen am Fahrerlaubnisantrag, beziehungsweise Änderungen, die der Bewerber selbst hervorgerufen hat. Ein Beispiel ist, dass wir seit dem April 2021 die Schlüsselzahl 197 haben, wo der Bewerber entscheiden kann, ich mache meine praktische Prüfung auf einem Automatikfahrzeug, habe aber nebenher mit durch die Fahrschule eine Ausbildung auf Schaltung gemacht. 10 Fahrstunden, macht eine Fahrprobung mit dem Fahrlehrer, der bescheinigt eine Fahrkompetenz mit Schaltfahrzeug. Diese Information kommt während des ganzen Prozesses. Das heißt, das Amt kriegt davon noch gar nichts mit. Das Dokument ist vielleicht schon gedruckt. Wir haben es bei der Prüfung dabei, aber ich darf es nicht aushändigen, weil eben dieser Fakt da ist, dass diese 197 nicht auf dem Dokument drauf ist. Wenn wir jetzt an dem Punkt wären zu sagen,
ich kann ja sagen, ich habe die richtigen Voraussetzungen vorliegen. Derjenige hat mir bewiesen, dass er im Straßenverkehr ordnungsgemäß unterwegs ist und sich an die Regeln hält. Dann könnte ich ihm ein digitales Dokument zur Verfügung stellen. Ein ganz grober Gedanke, den man vielleicht noch mal ein bisschen, ein Stückchen kleiner denken könnte. Aber am Ende wäre es schön, wenn wir irgendwann dahin kommen könnten, weil der Bewerber dann ins Auto steigen kann und selbstständig losfahren kann. Herr Damm, stimmen Sie dem zu? Steigen Sie da ein? Ja, natürlich kann man nur unterstreichen, dass Änderungen, und das können ja auch Namensänderungen und so weiter sein, weil jemand zwischenzeitlich geheiratet hat. Ja. Also sowas fließt dann eben nicht ein. Ich will nicht sagen, dass die Prozesse das nicht vorsehen, aber eigentlich weiß das keiner, dass das dann zum Problem wird, ja, oder fehlende Namen und so weiter. Also wenn man mehrere Vornamen hat. Das wäre natürlich einfach, wenn man ein entsprechendes System hat, das digital ist und schneller funktioniert. Ja. Ist das dann anhand der vielleicht Online-Anbieter beziehungsweise auch den, die im digitalen Umfeld affiner sind beziehungsweise daherkommen, wie zum Beispiel bei Microsoft, ist es einfacher, diese bürokratischen Hürden auch wirklich abzubauen, wenn die Lösung eh schon präsentiert wird auf dem Tablet, Herr Britz? Am Ende geht es, glaube ich, nicht um das Dokument. Es geht nicht um die einzelnen Daten. Es geht um die gesamtheitliche Betrachtung der Prozesse. Sie können unglaublich viele schöne Einzellösungen bauen. Und dann haben wir, und Sie hatten es eben gerade schon angesprochen vom KBA, wir wollen nicht alle Daten notwendigerweise miteinander vernetzen, aber so manche Daten miteinander zu vernetzen, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Und wenn Sie sich anschauen, jetzt mal aus dem Führerschein ein bisschen rausgehend und ein bisschen allgemeiner werdend, wir haben ja seit einiger Zeit in Deutschland das Online-Zugangsgesetz, was ja auch dazu gedacht ist, / war, viele Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, und haben uns aber tatsächlich offensichtlich sehr genau das Wort gehalten, haben dann gesagt Online-Zugangsgesetz, also das heißt, wir haben einen Online-Zugang gemacht und haben den Prozess dahinter schön digital analog gelassen und eben nicht digitalisiert und nicht modernisiert. Das heißt, wir haben einen Teil des Prozesses vielleicht ein bisschen besser gemacht, aber am Ende des Tages haben wir natürlich nicht den Durchbruch in der Digitalisierung, den wir haben wollen. Und ich glaube, das Beispiel, was wir eben gerade gehört haben, ist so ein Punkt, wo man sagt, natürlich könnten wir über Online-Daten, die jederzeit aktuell sind, das Problem sofort lösen. Das ist überhaupt kein Thema. Wir müssen aber wirklich mal gesamtheitlich denken und sagen, okay, wie sieht der gesamte Prozess aus und nicht nur, wie sieht das einzelne Dokument aus, sondern wie machen wir einen Prozess von Anfang bis zum Ende nicht notwendigerweise digital, weil das ist kein Ziel an sich, sondern wie machen wir ihn schneller, wie machen wir ihn sicherer, wie machen wir ihn besser. Und wenn das dann digital geht, dann soll es uns freuen, und wenn es anders geht, ist auch gut. Herr Stein, kann die Politik da direkt reinspringen und helfen, oder ist da eher noch der Prozess, der ausgearbeitet wird, die Hürde? Ja, der Prozess ist natürlich ein sehr langer. Das Führerscheinrecht ist ein relativ komplexer. Wir sind auch von EU-Recht zum Teil abhängig. Die vierte Führerscheinrichtlinie in der EU, die ist jetzt im Moment in den Verhandlungen. Das, was ja öffentlich diskutiert worden ist, ist ja die Frage Gesundheitstest für Ältere. Aber auch die Frage der vollständigen Digitalisierung hängt da natürlich dran. Ich glaube, an den Abgeordneten scheitert es am Ende nicht, dass wir das Straßenverkehrsgesetz stärker auch mit digitalen Fakten belegen. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig, um einfach auch Verwaltungsdienstleistungen künftig einfacher anbieten zu können. Also ich habe mich in meiner Führerscheinbehörde, das ist jetzt um die Umtausch von den grauen und den roten Führerschein geht, mal kundig gemacht, was für ein Riesenaufwand das ist. Das ist ja, glaube ich, einer der analogsten Prozesse, den es überhaupt in Verwaltungen gibt, weil man hat irgendwie einen Führerschein sein Leben lang gehabt und jetzt ist es für 15 Jahre begrenzt. Und ich glaube, gerade durch eine Digitalisierung können wir den Bürgerinnen und Bürgern mehr Service anbieten, und wir können vor allen Dingen auch den jeweiligen Behörden auch mehr Sicherheit geben, wenn wir entsprechende Cybersecurity-Maßnahmen auch ergreifen, dass man auch wirklich nachvollziehen kann, ist das ein echter Führerschein oder ist das ein falscher Führerschein. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diesen Prozess auch noch mal etwas stärker beschleunigen. Herr Lohninger, vielleicht aus der europäischen Sicht auch so gesprochen, gibt es da noch mehr Bedenken außer Datenschutz? Datenschutz war auf jeden Fall bei der Erstellung von vor allem der eIDAS-Verordnung ein ganz zentraler Bestandteil, zumindest für das Europaparlament, das hier auch noch große Verbesserungen durchgeführt hat. Und ich glaube, auch ohne
Datenschutz und damit auch dem Vertrauen der Bevölkerung können diese Systeme nicht funktionieren. Denn sie müssen ja die heikelsten Daten, gerade bei eIDAS nicht nur Führerschein, sondern auch Covid-Zertifikate, Finanzdaten, Identitätsdaten beinhalten. Und hier geht es auch um ein Ökosystem, das wir bauen. Und ich glaube, dass der digitale Führerschein ein sehr guter Testlauf ist für viele dieser Dinge. In Österreich gibt es den ja schon seit 2022. Und er baut auf Systemen, die wir seit 20 Jahren haben. Wenn ich hier Registermodernisierung höre, seit 2004 gibt es in Österreich da ein System, um Datenschutz im E-Government sicherzustellen. Das nennt sich bereichsspezifisches Personenkennzeichen. Und das ist einerseits eine Firewall, die den Datenschutz garantiert, aber dann auch ein Interface-Weg, wie ich Daten zusammenführen kann. Deswegen hat sich Österreich bei Once Only, bei dem einmaligen Einspeisen von Daten und dann von überall sonst greife ich nur auf Daten zu, die ich schon habe, sehr viel leichter getan. Noch dazu ist es ja in diesem Anwendungsfall so, irgendwo habe ich ein staatliches Register, wo alle diese Daten schon drinnen stehen. Und der erste Anwendungsfall, eine Polizeikontrolle, ist ja auch nur ein Abgleich von, hier gibt es einen Führerschein, egal ob digital oder analog. Aber der zweite Schritt ist immer im zentralen Register zu schauen, ist der eh nicht zurückgezogen worden. Das ist relativ einfach, weil das ist ein sogenanntes beobachtbares System, wo eh die staatliche Stelle immer weiß, wer gerade überprüft wird. Und von wem? Da haben wir natürlich ganz andere Anwendungsfälle, wo es schwieriger wird, wenn ich zum Beispiel auch mit meinem Führerschein mir ein Auto ausborgen will oder den zur Altersverifikation verwende, wie das in den USA der Fall ist. Es gibt hier auch internationale Standards, also der ISO MDL-Standard, den Österreich so fast erfüllt. Aber hier müssen wir natürlich auch wiederum als Europa uns die Frage stellen, wie wollen wir denn überhaupt zu diesen Standards kommen? Apple und Google freuen sich, wenn sie diejenigen sind, die diese Regeln schreiben dürfen. Ich glaube aber, dass es bei diesem Bereich wichtig ist, dass wir demokratisch legitimierte Regeln haben und auch technische Standards haben, die ohne den Einfluss gewisser Megakonzerne auch anwendbar sind. Und ich glaube, dass wir hier auch auf unsere europäischen Werte, und da gehört Datenschutz auf jeden Fall dazu, immer ein Auge haben müssen. Herr Damm, Sie haben schon gezogen. Ja, ich möchte einen Punkt sagen zur Gültigkeit des Führerscheins. Das ist natürlich auch ein Thema, geht auch einher mit der Entbürokratisierung der Verwaltung. Wenn man Justiz, Gerichte und Polizeien sich anguckt, dann sehen wir Verzugszeiten, bis wir die Informationen haben, ob eine Fahrerlaubnis entzogen wurde oder nicht, die eher in die Monate als in die Wochen gehen. Mhm. Das bedeutet, wenn Sie ein Papierdokument haben, dann ist das, oder eine Checkkarte natürlich, nur die sind im Register, dann wird die eingezogen, that's it. Und dann kommen ein paar Wochen später die Informationen ins Register. Wenn Sie das rein elektronisch haben und das kommt ein paar Wochen später und es findet dann eine Verkehrskontrolle statt, dann wird zwar der virtuelle Führerschein, die virtuelle Fahrerlaubnis abgeglichen mit dem Register, aber die Information wäre nicht im Register enthalten. Also es ist sozusagen auch da ein Schritt notwendig, dass das Gesamtsystem, der Gesamtprozess funktionieren kann. Es ist nicht so einfach getan, wir stellen jetzt mal einen digitalen Führerschein aus und in Österreich wurde der digitale Führerschein ja nicht als alleiniges Dokument ausgestellt, sondern Sie haben beides. Sie haben die Checkkarte und Sie haben den virtuellen Führerschein. Und das hat ja Gründe. Ja, zum einen natürlich die rechtliche Bewandtnis, das ist auch klar, Führerscheinrichtlinie. Aber es gibt auch andere Gründe, die im Moment es schwierig werden lassen. Sie müssen ja so Fachbegriffe, Sie müssen das eigentlich revozieren, also sozusagen die Gültigkeit entziehen, zeigen, dass der Führerschein nicht mehr gültig ist. Und da gibt es gewisse Hürden. Andere gibt es natürlich auch noch. Ich könnte jetzt mehr sagen, OCG zum Beispiel. Wir hatten eine OCG-Maßnahme, da haben wir Bearbeitungszeiten von 28 Wochen auf 2 Tage reduziert, indem wir Front- und Backend verändert haben. Also nicht nur das Frontend, sondern auch das Backend. Immer da, wo beides auch wirklich zusammenspielt. Bitte schön. Ja, von daher ist es ein wunderbares Beispiel und ich glaube, man kann es noch ein bisschen erweitern. Wir hatten ja schon mal einen Anlauf für den digitalen Führerschein in Deutschland und wenn Sie dann damals beispielsweise in die Dokumentation geguckt haben und gesagt, ja, das ist der Ansatz und wir werden den digitalen Führerschein auf dem Handy haben, der gilt dann aber nicht bei der Fahrzeugkontrolle. Wenn wir das dann machen, dann ist es eigentlich auch wieder der Punkt, ne? Nicht das Gesamtsystem angeguckt, weil dann habe ich den, das ist toll, aber wenn ich den dann vorzeige, wenn ich angehalten werde bei einer Fahrzeugkontrolle und man sagt mir, tut mir leid, der gilt nicht, Sie müssten jetzt schon Ihr Originaldokument vorzeigen, dann haben wir nicht viel gewonnen.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die Herausforderungen auch wirklich draufgehen, so von der Bevölkerung sich mit dieser Digitalisierung von diesem ganzen bürokratischen Prozess auch ja, zu verbinden und zu schauen, wo ist eigentlich der Schutz meiner persönlichen Daten auch wirklich gewährleistet? Das ist so leicht gesagt und es ist natürlich auch gerade im europäischen Rahmen nochmal etwas genauer hingeschaut als vielleicht auch da woanders. Herr Stein, wie würden Sie das einschätzen? Naja, ich glaube, in Deutschland sind wir natürlich immer sozusagen bei digitalen Prozessen immer sehr von Misstrauen geprägt. Ich glaube, gerade diejenigen, die skandinavischen Länder oder die baltischen Länder, die sehr viel schneller in der Digitalisierung sind, haben ein Grundvertrauen und versuchen dann nicht irgendwie eine hundertprozentige oder 200-prozentige Lösung zu haben. Also ich glaube, das brauchen wir auch, um im Digitalisierungsbereich tatsächlich schneller zu werden. Wir müssen natürlich schon Datenschutzbestimmungen einhalten und es wäre natürlich auch gut, also gerade beim Thema Führerschein, wenn wir dann einen Weg wählen würden, wo wir nicht sagen, naja, wir ersetzen jetzt komplett, wir haben nur noch einen digitalen Führerschein und keinen haptischen mehr. Das würde sicherlich zu Akzeptanzproblemen in der Bevölkerung führen. Ich weiß, die Deutsche Bahn will jetzt die Bahncard nicht mehr als Plastikkarte machen, da gibt es schon sehr viele Proteste und ich glaube, beim Führerschein wird es irgendwie, gerade weil viele Ältere davon betroffen sein werden, da natürlich einen Protest geben, sodass man das immer noch irgendwie in der Form auch parallel fahren sollte. Das ist, glaube ich, in der Form wichtig. Und man muss, glaube ich, nochmal viel stärker auch nochmal um den Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger dann nochmal irgendwie drum werben, nicht nur für Polizeibehörden oder für Ordnungsbehörden, dass es dann am Ende schneller geht. Und ich kann das, was Herr Damm gesagt hat, auch mit den Prozessen, die hinter einer Verwaltung stehen, auch nachvollziehen. Und ich glaube, man muss den Prozess halt viel stärker digital denken und weniger sozusagen verwaltungsmäßig durch verschiedene Verwaltungsstrukturen. Die Führerscheinbehörden sind ja kommunale Behörden, die es im Auftrag des Bundes machen. Und ich glaube, da wäre es halt gut, wenn wir auch einen Teil stärker dann zentralisieren. Ich glaube, das Kraftfahrtbundesamt kann da noch etwas mehr leisten, als sie bisher auch schon leisten. Das ist zwar auch schon sehr gut, aber ich glaube, das wird die zentrale Behörde sein, wo wir derartige Daten dann auch sammeln können. Frau Fieger, ist es dann vielleicht der Zweiklang zwischen das, was vorgegeben ist und das, was die Bevölkerung mitnimmt und mitmacht? Weiß ich nicht. Also würde ich jetzt nicht beantworten wollen. Ich glaube, da könnten wir ewig drüber diskutieren. Ich finde den Gedanken, dass wir es auf jeden Fall zentraler halten müssen, sehr gut, weil wir haben ja auch viele Datenbanken, die wir pflegen. Alleine das, was das KBA da nebeneinander herlaufen lässt, wäre doch gut, wenn wir die Daten nur an einer Stelle hätten und sie nicht in 5 verschiedenen Stellen. Was der Herr Damm vorhin sagte mit der Änderung des Namens, habe ich selbst erlebt. Ich habe geheiratet, musste meinen Führerschein umtauschen, habe vorher meinen Führerschein aber auch verlängern müssen und dann musste man den 2-mal drucken. Also weil man danach festgestellt hat, jetzt haben wir den ja schon in Druck gegeben, obwohl ich die Namensänderung schon beantragt habe. Und das lag alles so in den unteren Verwaltungsbehörden. Wir hängen an den unteren Verwaltungsbehörden als Prüfdienstleister. Wir bekommen die Mitteilung alle von dort. Und wenn die alle gleich arbeiten würden, würde es ja auch für uns einfacher werden. Würde es nachher für den Fahrerlaubnisbewerber am Ende einfacher werden. Würde den ganzen Prozess vereinfachen. Wir haben aber viele unterschiedliche kommunalen Behörden und auch die haben unterschiedliche Arten, mit uns zu kommunizieren. Und deswegen, ich begrüße jede Zentralisierung. Herr Britz. Vielleicht noch mal ein kurzer Kommentar zu Ihrer Frage, Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern. Ich muss gestehen, ich kenne keinen einzigen Fall, wo Dienstleistungen der öffentlichen Hand digitalisiert und schneller geworden sind, wo Bürgerinnen und Bürger sich beschwert hätten oder gesagt hätten, ich habe Sorge, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise jetzt in die falsche Richtung geht. Jedes Mal, wenn man einen Vorteil hat, ob das jetzt eine Kfz-Zulassung ist oder ob das irgendwann sagt, okay, ich kann jetzt zum Amt gehen, ich kann da warten, ich kann jetzt erstmal in 4 Wochen einen Termin kriegen oder ich kann es direkt von zu Hause machen. Noch nie hat sich, also zumindest meiner Kenntnis, ich lerne gerne dazu heute, hat sich irgendjemand in Österreich schon, okay, lerne ich gleich, noch jemand beschwert und gesagt, das finde ich aber total doof, dass das jetzt schnell geht. Also und keiner hat damit gesagt, naja, weil es jetzt schnell geht, ist es bestimmt unsicher. Also ich kenne es nicht. Herr Lohninger. Ja, da kann ich ein paar Beispiele bringen. Also
In Österreich gibt es seit einigen Jahren das System ID Austria, was ein digitales System ist zur Identifikation. Ich kann mich damit anmelden und kann damit alle möglichen Dinge tun. Mich ummelden, wenn ich umziehe. Ich kann auch ein Auto registrieren. Ich kann Volksbegehren damit unterschreiben. Und dieses System funktioniert eigentlich ganz gut, wird von ungefähr 2 Millionen Menschen verwendet, was in einem Land von 8-9 Millionen relativ viel ist für die ersten paar Jahre. Nur funktioniert es ein bisschen zu gut, weil es gibt inzwischen einige staatliche Leistungen, die nur noch mit ID Austria zu beziehen sind. Ich kenne das selber, meine Mutter ist Krankenschwester, die kommt an ihre Lohnzettel nicht mehr ran als Landesbedienstete ohne dieses System. Psychotherapeutinnen können mit der Sozialversicherung nicht mehr abrechnen. Wir haben einen Reparaturbonus in Österreich, der relativ gönnerisch ist und der ist aber auch nur digital zu beziehen. Also wenn die Oma ihr Fahrrad reparieren lassen will, muss sie den vollen Preis zahlen, weil sie hat kein ID Austria. Genauso auch der sogenannte Bundesschatz. .at sind Staatsanleihen, kann man auch nur zeichnen mit diesem Digitalsystem. Also da steckt schon was ganz Wichtiges dahinter, was uns lustigerweise wieder genau zum Thema zurückbringt. Es braucht Wahlfreiheit. Und der europäische Gesetzgeber, zumindest in der Version der Führerscheinrichtlinie der EU, hat das Europaparlament genau diese Wahlfreiheit auch verankert. Das heißt, ich darf nicht besser oder schlechter gestellt werden, wenn ich analogen oder digitalen Führerschein habe. Und ich glaube, das ist ein großes Learning, was wir aus der Pandemie ziehen müssen. Es funktioniert nur mit Freiwilligkeit. Sobald ich einen Zwang ausübe, dass dieses digitale staatliche System verwendet werden muss, habe ich Widerstandseffekte und es wird nicht funktionieren. Aber wenn ich es freistelle und wenn, so wie EI das sogar noch mal rechtlich garantiert ist, dass ich auch nicht schlechter gestellt werden darf, wenn ich das analoge System weiter verwenden will, da gebe ich auch dem Herrn Stein recht, es ist gerade hier für die ältere Bevölkerung wirklich eine Frage von gesellschaftlicher Teilhabe. Oder auch wenn Menschen sagen, ich will kein Telefon von Apple oder Google haben, dann habe ich wahrscheinlich auch keine digitale Identität oder keinen digitalen Führerschein. Das soll mich im Leben nicht benachteiligen. Genau diese gleichberechtigte Teilhabe ist besonders bei Systemen der Daseinsvorsorge, glaube ich, essentiell. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Infrastruktur und auch das, was vielleicht nötig ist, um diese digitalen Prozesse voranzutreiben, draufschauen, wie weit sind denn Investitionen auch notwendig und wo genau müssen Sie eigentlich hin, damit da auch wirklich Schwung reinkommt, Herr Damm? Wir sprechen jetzt über den Führerschein. Also wir nehmen nur den Führerschein. Okay, gut, dann bleibe ich beim Führerschein. Ja, bitte. Also es sind natürlich Investitionen notwendig. Also ich habe vorher gesagt, dass wir zum Beispiel mit der Bundeszuckerei als Partner zusammenarbeiten, weil die Bundeszuckerei, wie bekannt ist ja aktuell, auch die Führerscheine erstellt und entsprechend die Informationen zusammenfließen lässt. Also beispielsweise die Fotos, die dann in der Fahrerlaubnisbehörde dann abgegeben werden mit dem Antrag, die kommen dann zur Bundeszuckerei und dann wird der Scheckkartenführerschein erstellt. Und das müssen wir natürlich erstmal umdenken in einem Prozess. Das fängt schon an, wir haben kein digitales Foto im Moment. Ja, wir haben auch nicht im StVG die Grundlage. In Österreich hat man die Möglichkeit, ja, aber wir brauchen das natürlich, wenn wir eine gleichwertige Alternative haben wollen. Und ich kann das nur zu 100% unterstreichen. Man sollte die Wahlfreiheit haben. Und natürlich muss man ein bisschen Druck ausüben. Wissing, glaube ich, hat ja gestern auch wieder gesagt, das Thema, viele hängen am Papier mit dem Deutschland-Ticket und so. Er hat ja darauf beharrt, dass es ein digitales Ticket sein soll. Aber die eben das vielleicht nicht erwerben können, aus welchen Gründen auch immer, die sollten die Möglichkeit haben, dann auf Papier auszuweichen beim Deutschland-Ticket oder eben dann auf den Scheckkartenführerschein und keine Nachteile haben. Also eine Investition ist nötig. Beim digitalen Führerschein hält sich das in Grenzen. Das kostet natürlich Geld. Digitalisierung gibt es nicht umsonst. Das ist auch klar. Es muss eine gewisse Infrastruktur geschaffen werden. Man muss Personal haben. Aber das ist nicht bei den Behörden vor Ort der Fall, sondern das ist dann eher zentral bei uns der Fall und auch bei der Bundesdruckerei. Aber wir reden jetzt nicht über Größenordnungen, die exorbitant sind. Was ich auch sehr charmant finde in Österreich ist, dass man für das Ausstellen dieses digitalen Führerscheins keine Mehrkosten hat.
Wir überlegen, ob wir generell die Gebühr etwas erhöhen, aber nicht alleine für den digitalen Führerschein, sondern dass wir sozusagen eine Gesamtfinanzierung der Dienstleistung ermöglichen, die dann eben auch mehr Serviceleistungen und mehr Digitaldienstleistungen beinhaltet. Das ist der Gedanke. Also eine Investition muss man tätigen, aber sie ist jetzt nicht flächendeckend. Das ist bei der digitalen Zulassung, deswegen habe ich gefragt, sprechen wir über den Führerschein, ist das ein bisschen anders? Frau Fieger, würde das schon reichen? Es reicht nie. Wir können immer was besser machen. Aber es wäre auf jeden Fall ein Anfang. Weil ich kann natürlich jetzt nur aus der Sicht meiner oder der täglichen Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen da draußen sprechen und auch den Verwaltungsaufwand, den wir betreiben, um die Dokumente, die von der Bundesdruckerei aufgrund eines Antrags erstellt werden, auf Basis von Daten, die am Tag X bekannt waren, wird ein Führerschein oder ein Dokument, ein Kartenführerschein, bleiben wir bei dem, erstellt. Dieser Druck passiert, der landet bei der Behörde. Die Behörde versendet das an uns, weil wir am Ende der Prüfung als verlängerter Arm dann dieses Dokument aushändigen können. So, jetzt kommt dieses Dokument zu uns. Wir verwalten das Dokument. Die Prüfung findet statt. Wir schicken das Dokument an den Prüfort, weil der Prüfort ist nicht unbedingt da, wo das Dokument liegt. Das heißt, wir beschäftigen Fahrer, wir organisieren, wir disponieren. Wir lassen dieses Dokument beim Prüfer. Der Prüfer muss prüfen. Ist das Ergebnis bestanden? Muss er prüfen, kann ich das Dokument aushändigen? Ist das schon nicht mehr der Fall? Also wir haben wirklich eine Wahlfreiheit von knapp an 10 Händen gesprochen, ne? Dass eine Hand kann ich aushändigen, den Rest eben nicht. Und dann nehme ich diese Dokumente wieder und versende sie wieder zurück zu unseren Fahrerlaubnisbüros. Diese Büros sammeln die Dokumente ein. Und wenn der Antrag abgeschlossen ist und es hat noch, vielleicht noch nicht mal eine Prüfung stattgefunden, schicken wir die Dokumente wieder zurück und sie werden vernichtet. Ach so. So. Also das ist der lange Weg eines Dokuments unter Umständen. So. Das kann auch gut sein. Nur zwei Sätze dazu. Das Gute ist ja, es zeigt, dass Logistik in Deutschland super funktioniert und auch Verwaltung. Das ist erstmal das Positive. Einwandfrei. Effizient ist es nicht. Genau. Also das ist auch ein Aufwand, den wir grundsätzlich jeden Tag betreiben. Man darf nicht vergessen, allein der TÜV Rheinland macht im Schnitt pro Tag 1.500 praktische Fahrerlaubnisprüfungen. Zu diesen 1.500 Fahrerlaubnisprüfungen gibt es Pi mal Daumen, 70% Dokumente dazu, die wir schicken und wieder zurückschicken. Und wenn einer 3 oder 4 Mal einen Anlauf braucht, wir natürlich jedes Mal versuchen, dieses Dokument zur Verfügung zu stellen. Und diesen Aufwand könnte man sich jetzt mal rein in die Nachhaltigkeit gedacht, dass die Investition, den Spritverbrauch, die ganze CO2-Ausstoß, den wir damit produzieren, das könnten wir uns sparen. Hoffentlich braucht man nur einen Anlauf. Jetzt habe ich wieder was gelernt zum traurigen Alltag eines Dokumentes in Deutschland. Egal. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, eine der Herausforderungen, die wir hin und wieder durchaus haben, ist, ich glaube, wir sind uns einig, dass eine konsequente Digitalisierung Prozesse verschlankt, beschleunigt, tatsächlich auch Bürgerinnen und Bürger freundlicher macht. Die Herausforderung liegt oft darin, und Herr Damm hat es so ein bisschen beschrieben, dass die Investition nicht unbedingt dort getätigt wird, wo nachher der Vorteil liegt. Also mit anderen Worten, Sie müssen mit dieser Asymmetrie der Investitionssumme irgendwo leben, dass Sie sagen, okay, ich investiere hier und weiß sehr wohl, dass derjenige, der investiert und das Geld ausgibt, nicht unbedingt derjenige ist oder die Institution ist, die komplett die Vorteile auch erntet. Also man muss gegebenenfalls auch mal ganzheitlich darauf schauen und sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel, ich konstruiere das mal ein bisschen, das KBA die Investition tätigt, aber Sie nachher den Vorteil in Ihrem Alltag haben, dann ist das gesamtwirtschaftlich für uns trotzdem in Ordnung. Und deswegen kostet Digitalisierung Geld, aber ich glaube, wir müssen uns trotzdem die gesamtheitlichen Einsparungen und Vorteile anschauen und nicht nur, dass wir an einer Stelle jetzt gegebenenfalls eine Investition tätigen müssen. Und gleichzeitig greifen wir auch nochmal den Punkt der Nachhaltigkeit auf. Inwieweit helfen denn gerade digitalisierte Verwaltungsprozesse wirklich auch, ja, wie viel tragen die wirklich auch bei im Alltag, dass wir sagen, da erreichen wir die Ziele der Vereinten Nationen, damit sind wir europäisch besser aufgestellt? Naja, also eine allgemeingültige Aussage wäre jetzt unseriös, aber wenn Sie sich anschauen, allein die ganzen Aufwände, die Sie haben, zu einem Amt zu gehen, hinzufahren, zu warten, gegebenenfalls sich noch einen Tag oder einen halben Tag Urlaub zu nehmen, da haben Sie noch einen Ausfall im Sinne von Produktivität in Deutschland. Wenn Sie das alles einrechnen, dann sind die Kosten insgesamt, als auch natürlich die gesamten Aufwände, ob das jetzt CO2-Ausstoß ist und so weiter, immens viel größer als das. Und ja, Digitalisierung hat auch einen gewissen Ausstoß, braucht man nicht drüber reden.
Aber ich sag mal, das, was im Rechenzentrum dann anfällt an Digitalisierungs-CO2-Ausstoß oder digitalisierungsverursachten CO2-Ausstoß, ist im Verhältnis zu vernachlässigen gegenüber dem, was Sie einsparen. Also von daher ist das definitiv ein positiver Beitrag, wenngleich es vielleicht nicht der erste Treiber ist, um das zu machen. Herr Stein, inwieweit ist das auch für Sie nochmal interessant? Ja, ich glaube, es ist sicherlich interessant. Wir sollten es vorantreiben. Die Kollegin jetzt vom TÜV hat ja nochmal deutlich gemacht, wie hoch der Aufwand ist, wenn es sozusagen um neue Führerscheinausstellungen gibt. Das heißt, wenn die Führerscheinprüfung da ist. Wir haben ja sozusagen auch ein riesengroßes Paket mit dem Umtausch der Führerscheine. Das ist ja ein Prozess, der im Moment ja noch läuft. Also wir haben ja im Moment, das mag man ja gar nicht erzählen, es gibt ja sogar noch graue Führerscheine, die jetzt auch noch gültig sind. Und ich glaube, gerade den Prozess dieses Führerscheins Umtauschens mit einem digitalen Angebot beziehungsweise dann auch die alle 15 Jahre die Verlängerung, sollte man viel stärker nochmal in den Blick nehmen. Und da ist, glaube ich, schon die Akzeptanz da wichtig, dass man halt nach wie vor noch eine Karte kriegt, weil das ja natürlich insbesondere Ältere betrifft, die neu einen Führerschein machen, sind ja Jüngere. Und da kann man natürlich schon differenzieren und sagen, okay, wenn du einen digitalen Führerschein kriegst, dann kriegst du den vielleicht gleich und den anderen später, um doppelte Arbeit der Behörden zu vermeiden. Das heißt, man muss das jetzt nicht, wenn sich da eine Kennziffer ändert, dann nochmal irgendwie zwei Führerscheine ausstellen. Das muss man, glaube ich, im Prozess nochmal ganz genau angucken. Aber das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Prozesse, die da sind. Und das ist, glaube ich, noch den Umtausch der Führerscheine, ist ja eine wirkliche Kernarbeit, weil all die Führerscheine müssen in den Führerscheinbehörden nachgeguckt werden, wo früher die Führerscheine ausgestellt worden sind. Und das sind oft Landratsämter oder so, die teilweise gar nicht mehr bestehen. Da müssen die Kolleginnen und Kollegen tief in den Keller greifen, um das zu machen. Und da wäre es natürlich schon gut, unterschiedlichste Prozesse da nochmal zu betrachten, um das dann halt auch irgendwie für die Bürger irgendwie zügig auch anbieten zu können. Für die letzten paar Minuten, die wir jetzt noch haben, für unsere Schlussrunde, und ich sage auch gerne nochmal, wir können noch eine Frage hier auch von unserem Publikum nehmen. Wie weit sind wir denn jetzt bei der Digitalisierung des Führerscheins in einem Wunschkonzert und wie viel Zukunftsmusik ist da drin und wann halte ich das wirklich in der Hand, beziehungsweise was kommt da noch? Also ich glaube, da sind wir weit weg vom Wunschkonzert, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Also ich habe den auf meinem Telefon drauf und wir haben die EU-Gesetze dazu, mit EIDA sowieso die Infrastruktur, die bis 2026 kommt. Und die Richtlinie zum Führerschein wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr hoffentlich verabschiedet werden. Das heißt, das ist alles nur noch eine Frage von wann. Und die Frage ist natürlich auf der Seite der staatlichen Infrastruktur, da kann ich nicht wirklich dazu sprechen, denn wir haben auch Föderalismus in Österreich und glauben Sie mir, der ist noch viel unnötiger, weil wir sind viel kleiner. Aber wir sind halt dann auch ein bisschen pragmatischer. Also bei uns gibt es nicht irgendwelche Führerscheine, die da mitgeliefert werden, sondern wenn man bestanden hat, kriegt man einen Zettel vom Prüfer, wo eine Kraxen drauf ist, also es gilt als Unterschrift, und das reicht für einige Wochen, bis dann der echte Führerschein zugeschickt wird. That's it. Ja. Und wenn es im Führerscheinregister als Checkkarte drinnen ist, kann ich mir das dann eben auch über die relevanten Apps aufs Telefon laden. Das ist relativ easy. Ich will aber gerade vor dem Gedanken der Nachhaltigkeit und was da kommt, noch auf ein Unikum hinweisen, das in Deutschland in der Pandemie sehr richtig gemacht wurde, nämlich die Produktionsbedingungen. In Österreich hat man auch gelernt, dass gewisse Systeme, wenn man sie in der gesamtgesellschaftlich ausrollen will, sehr transparent und partizipativ gebaut werden müssen. In Österreich hat sich das zuständige Ministerium auch dazu entschieden, eine Datenschutzfolgeabschätzung zu machen, obwohl sie das gar nicht müssten. Aber freiwillig hat man dieses Dokument geschrieben, mit der Community erarbeitet, diskutiert und dann auch veröffentlicht. Und ich glaube, dass gerade bei Digitalisierungsprojekten ist der Datenschutz so ein bisschen wie der Brandschutz. Darauf kann man vergessen, den kann man auch später noch nachrüsten, ist aber viel teurer und umständlich, als wenn man im Design, im Architekturschritt sich schon die Gedanken macht. Und ich glaube, so sollten wir auch hier herangehen, wie wird das ein tragbares System auch in Schlechtwetterzeiten? In Ergänzung, das mit dem Papierdokument,
als Fahrerlaubnis können wir auch BF17, sage ich nur. Da kriegen Sie keine Scheckkarte. Da haben Sie auch, ich sag mal, ein Wischpapier, wo das draufsteht, der dann mit Ausweis gültig ist. Und zu dem Termin, den Sie gesagt haben, ich lege mich mal auf 2027 fest, dass wir da spätestens den digitalen Führerschein haben werden, in vielen Mitgliedstaaten, immer basierend darauf, dass natürlich die Führerscheinrichtlinie dann auch ja, in Kraft getreten ist. Frau Fieger. Den, wie ich ihn immer nenne, rosa Lappen, hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Den gibt es in zweifacher Ausführung für BF 17. Gilt dann eben, bis derjenige 18 ist. 3 Monate später ist das Ding ungültig. Dann braucht er spätestens den Kartenführerschein. Wir haben das VNF-Dokument. Da gab es ja auch einen Piloten hier in Berlin, der ja immer noch läuft, wo wir das VNF-Dokument drucken dürfen, also bedrucken dürfen. Das ist schon ein großer Schritt. Und es ist am Anfang natürlich auch immer schon ein großer Schritt gewesen, dass der Bewerber am Ende seiner Fahrerlaubnisprüfung, und das ist eben der Moment, wo wir mit den Dokumenten in Berührung kommen, natürlich alles danach spielt auch eine Rolle. Ich bin selber betroffen, weil ich alle 5 Jahre meinen Führerschein verlängern muss aufgrund der Klasse C. Ich kenne den Akt, da hinzugehen und einen Antrag und dann muss ich warten und dann laufe ich doch wieder mit einem rosa Zettel rum, der VNF, weil das Dokument muss gedruckt werden. Es gibt Ämter, da kann ich es mir aushändigen lassen, ich muss also hin. Es gibt aber auch Ämter, die schicken einem das nach Hause. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Wir müssten vielleicht gucken, dass wir, ja, Föderalismus haben wir und der ist mit Sicherheit an vielen Stellen auch gut, aber vielleicht sollte man schauen, dass es Dinge gibt, die wir einheitlich handhaben. Ich tue mich ein bisschen schwer. Ich lebe in einer Welt, da sind 6 Monate eine lange Zeit. Und wenn ich dann 2027 höre, dann zucke ich durch, also nicht böse gemeint, dann zucke ich durchaus ein wenig. Am Ende des Tages aber pragmatisch gedacht, wenn es denn 2027 dann auch klappt, wäre es ja dann auch schön. Ich habe vorhin das OZG, das Online-Zugangsgesetz, erwähnt. Da haben wir uns mal Ziele gesetzt, die haben wir granatenmäßig verfehlt und haben gesagt, dann machen wir jetzt ein OZG 2 und lassen einfach die Zeitlinie hinten weg. Dann erfüllen wir es bestimmt irgendwann. Das würde mir schwerfallen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, wenn es ein bisschen schneller geht, bin ich nicht böse. Aber wenn wir jetzt sagen, Ende 26, Anfang 27 und dann kriegen wir es auch hin. Wie gesagt, wenn wir es dann richtig machen und integral denken und vielleicht auch nicht nur den Führerschein. Wir haben gerade aus Österreich gehört, da war es wichtig, dass man vorher schon mal in die Register geguckt hat, in die Datenhaltung geguckt hat. Dann sind wir vermutlich auf dem richtigen Weg. Aber bitte nicht noch weiter nach hinten schieben. Herr Stein. Ja, das 2027 klingt, glaube ich, irgendwie sehr ambitioniert, weil Digitalisierungsprojekte sind vielleicht wie manche Infrastrukturprojekte, dauern sie leider runter, irgendwie viel zu lange. Ich kann aber die Ungeduld verstehen. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, dass wir nach draußen hin auch kommunizieren. Wir wollen keinen gläsernen Autofahrer haben, sondern wir wollen die Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger einfacher machen, dass man tatsächlich Dinge auch digital beantragen kann, wenn man den Führerschein verliert, dass es einfacher wird. Und ich glaube, da müssen sich alle Bund, Länder und Kommunen etwas zusammennehmen und auch sagen, das ist ja etwas bundeseinheitlich und vielleicht auch etwas Kompetenz abgeben und örtliche Befindlichkeiten, ob man da nun Dinge zuschickt oder die Bürgerinnen und Bürger einbestellt. Dann braucht man, glaube ich, einheitliche Standards im Sinne von der Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, auch ganz wichtig ist auch, gerade weil wir das Thema Zeitenwende, das Thema Sicherheit, innere Sicherheit, ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales. Mit dem digitalen Führerschein haben wir zwar keinen gläsernen Autofahrer oder keine gläserne Autofahrerin, aber wir haben dann natürlich auch deutlich mehr Sicherheit für Betrugsfälle, für Menschen, die trotz Führerscheinentzug fahren wollen und so weiter. Ich glaube, da können wir auch deutlich auch mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger dort gewährleisten, auch für die jeweiligen Behörden. Insofern hat das ein großes Plus und ich hoffe, dass 2027 dann geschafft wird. Ich würde gerne meinen Beitrag dazu leisten, wenn wir das Straßenverkehrsgesetz da auch nochmal anfassen sollen. Dann steht dem, glaube ich, nichts im Wege und natürlich auch die zuständigen Behörden mit den entsprechenden personellen Mitteln auszustatten, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, personellen und auch Investitionsmittel, damit wir das dann auch gewährleisten. Da bin ich auch gerne bereit, mich dafür stark zu machen. Herr Stein, Sie wissen, ich komme auf Sie zu. Das war die direkte Ansprache. Dafür ist es da, ne?
Ich würde mal sagen, wir fangen mit der Digitalisierung des Führerscheins an und bewegen uns dann weiter in weitere andere Themenfelder rein. Digitalisierung, ein großes, großes Feld und natürlich auch behördliche Prozesse und alles, was dahinter steckt, immer etwas länger als nur vielleicht die 6 Monate. Vielleicht schaffen Sie es auch in 3, mal schauen. Ich bedanke mich recht, recht herzlich. Wir haben keine weiteren Fragen und ich darf noch bis 15.25 Uhr ungefähr Sie in eine Kaffeepause entlassen und freue mich, wenn Sie danach wieder zum Programm dabei sind. Und einen großen Applaus für unser Panel.